Hallo und willkommen zur kommentierten Ausgabe für Marvel Stamm der Superhelden. Ja, ich habe mir da was vorbereitet gehabt von deinen alten Missionen, deswegen heißt es ja die Playlist alte Missionen und das ging um die Eventmission Gold-Duell. Und ich wollte jetzt früher diese Videos schon früher reinstellen, aber ich habe mir gedacht, ja, ich mache das anders. Ich habe kaum Zeit, weil ich mich nur mit Rechtssachen befasse und mache einfach eine kommentierte Version. Und in die alte Mission-Rubrik, weil es oft gute Videos sind, wo ich sage, hey, man kann die reinstellen und warum nicht. Und es werden natürlich von mir in Zukunft auch neue Videos kommen, aber dann versuche ich die alten Videos rauszuhauen und die mache ich natürlich mit Kommentaren. Ich mache nicht mein Video-Greenscreen, ich werde es ein bisschen nur kommentieren und dann überspringen auch zum Teil werden wir das, weil ich werde euch ein bisschen einiges verraten, wie die alten Missionen gelaufen sind, wo gab es Bugs, wo ist was nicht gut gelaufen und ja, ich mache Marvel mittlerweile nicht mehr viel, weil es einfach doof ist, wenn ich ein Greenscreen verwende, dann muss ich Handy verwenden, Greenscreen, also zwei Videokameras und eine dritte Kamera noch on top am besten und weil Kabam die einzige Firma ist, die mir das nicht ermöglicht, auf meinen Computer aufzunehmen mit einem Android-Emulator bin ich auch nicht mehr gewillt, wirklich viele Videos reinzustellen für Kabam. Bei jedem Game, wirklich habe alle Firmen angefragt, von Gameloft bis Supercell kann ich den Android-Emulator BlueStack verwenden, legitim, legal, nur bei Kabam nicht. Okay, kommen wir jetzt zuerst mal zu diesem ersten Akt, dem Vorkampf, Kapitel 1 Vorkampf von der frühen Mission 1. Gold-Duell, die war ja eine Event-Mission, die war gar nicht so einfach. Gerade wenn man Kavalier ist. Und da habe ich halt den leichtesten Pfad zum Abschluss genommen. Weil die anderen Pfade waren noch leichter als der leichteste. Leichteste im Endeffekt. Fahrtschwerste. Und hier kommen wir einfach dazu, dass ich halt Captain Marvel genommen habe. Die war da, die gab es ja die Synergy-Bonus, beziehungsweise die Buff-Knoten-Bonus. Und man merkt auch hier, dass hier ich getroffen wurde, weil auch da die Steuerung nicht immer ist eine Beta-Steuerung. Also das heißt, die Beta-Steuerung funktioniert auch nicht. Und die Nicht-Beta-Steuerung, die geht gar nicht mittlerweile, die ist total verbuggt. Und bis Kabam das ändert, wird man ab und zu mal getroffen. Aber es war jetzt nicht so schlimm, weil ich das trotzdem dann irgendwann geschafft habe. Ich weiß nicht, ob ich hier abgebrochen habe. Weil ich gemerkt habe, das stimmt was nicht. Die Steuerung hat nicht funktioniert. Und das war ganz witzig. Weil ich hatte am Anfang die Probleme gehabt. Und obwohl ich 100% hatte Kavalier, dann am Ende alles abgeschlossen, hatte ich hier nur die Probleme. Und davor nicht. Und ja, es gab dann Beschwerden im Forum. Und ich habe es dann erfahren tatsächlich, dass es da... ich habe das dann gelesen. Da habe ich sofort abgebrochen. Ich war im Zocken und habe gleichzeitig das auch gemerkt, da stimmt was nicht und habe es dann neu gemacht und habe wieder den gleichen Champion genommen, weil ich gesagt habe, ey, vielleicht muss ich irgendwas ändern, vielleicht muss ich buffen, vielleicht muss ich also boostern. Und da habe ich einen Booster tatsächlich genommen und dann sieht man hier, dass der Kampf auf einmal komplett in anderes. Ich würde sagen, eine andere Kategorie geht. Ne? Und auf einmal hat es funktioniert. Ich fand es lustig, deswegen habe ich mir gedacht, ich kommentiere das und kommentiere auch, weil es leider, obwohl es Nachweise gibt, wenn es halt auch selbst zugeben, dass es eine Beta-Steuerung ist, dass es so verbuggt ist, dass im englischen Forum darüber haufen geredet wird, dass auch die großen YouTuber auch das erwähnt haben. Und trotzdem gibt es halt auch viele witzige Hater oder Vollidioten, die behaupten halt, nee, die machen es richtig, aber das sind ja die Luciferianer oder das sind ja auch die Partner von Kabam sind und ihr Maul halten müssen, die dürfen nichts Negatives sagen. Aber da habe ich mir gesagt, komm, ich stelle es trotzdem rein und kommentiere das und zeige was, dass es dann auf einmal anders laufen kann. Ja, es hat natürlich hier anders gelaufen, ist besser gelaufen. Und man sieht auch, ich kämpfe auf einmal besser und so, besser rauslocken, die SKs, wie geht das vorher? Ne? Und ich sage, es liegt nicht an dem Spieler. In dem Fall, da gibt es auch zu viele Nachweise von
andererseits von Kabam-Seiten auch und andererseits von Millionen von Spielern, die leider nicht angehört werden. Aber man merkt halt, der Kampf ist anders. Und damit habe ich mir halt wirklich schwer getan, zu sagen, ja, was soll ich machen? Soll ich da jetzt das Video reinstellen ohne Kommentar oder stelle ich es rein? Wie mache ich das Ganze? Und ich hatte am Anfang, oder soll ich überhaupt noch was für Kabam machen? Und es gibt ja mittlerweile, haben alle aufgehört, alle deutschen YouTuber, also zumindest auf Deutsch was zu machen. Die meisten haben aufgehört. Die meisten, wenn welche gibt, dann gibt es Kiddies, die halt eben die Hardcore-Sprache nennen oder halt nicht die nette, die normale Sprache, ne? Die adäquate Sprache mit gewissen Wörtern wie Narrativ ne? Oder halt Äquivalent ne? Und so. Also ich bin halt der deutschen Sprache mächtiger, zumal ich ja Pole bin, Jude bin, aber auch zum Teil Deutsche, weil mein Vater ja Deutsch ist. Wobei, ich habe mal einen DNA-Test gemacht, ich habe nicht einmal 5% deutsche Wurzeln, also ich bin gerade mal 5% Deutsch und der Rest ist halt eben Jude, Pole, Russe und Engländer und sonst sowas. Aber einer der wenigen, der noch die Videos hat für die Community, weil die Community ist richtig geil. Also Kabam sind Arschlöcher, ne? Das werde ich nicht ändern, aber die Community, die wir haben, ist wirklich, egal ob es die deutsche Community oder auch die anderen, die sind auf jeden Fall besser. Ja, ich habe früher auch geflucht auf die Community ist auch, aber das, da bin ich drüber hinweg, weil ich habe gemerkt, du kannst nicht viel machen gegen solche Leute wie Kabam. Ne? Lange Rede, kurz Sinn, dann haben wir den nächsten Kampf. Ich trinke ab und zu mal. Weil ich einen Kampf halbe Stunde fast kommentiere. Und ja, da haben wir den nächsten Kampf. Der ist ziemlich dann gut gelaufen. Ich habe tatsächlich Spider-Man Tarnanzug damals noch gehabt, den auf Rang 2. Und ich habe mir echt die Frage gestellt, wieso war ich so blöd und habe nicht die Fähigkeit aktiviert. Verlangsamung. Dann hätte ich mir keine Sorgen machen müssen. Im Nachhinein muss ich ehrlich sagen, war das einfach so, weil ich wie immer halt mir gedacht habe, wenn du schon die Fähigkeit aktivierst, dann aktiviere doch die Fähigkeit mit viel Schaden und das ist halt die Zerbrechlichkeit, Fähigkeit von ihm. Aber das war ein Fehler, muss ich ehrlich zugeben, weil ich habe dadurch Fehler gemacht im Kampf und wenn er ausgewichen ist, habe ich halt sehr viel Leben verloren und deswegen ist der Kampf tatsächlich hier scheiße gewesen. den nächsten Kampf, der stattfindet, den haben wir natürlich mit der wunderbaren Phoenix, die ja eigentlich einfach wäre, aber auch hier wieder mal, und es ist auch wichtig, dass man das auch so erwähnt und deswegen habe ich mir gesagt, es macht Spaß, mal nicht perfekte Kämpfe zu zeigen, wo man Fehler hat, weil das siehst du bei den Profis, bei den Leuten so schon Meister, die Videos sind langweilig von den Meisterspielern, weil die immer alles perfekt machen und selber sind die meisten Spieler bei den Games nicht perfekt wie ein Profi. Und da ich ein Amateurzocker bin, also ein Amateurzocker ist es natürlich viel interessanter und spannender, wenn man bei mir nie weiß, packt er das oder packt er das nicht oder wie sieht es bei ihm halt aus. Ne? Ich bin ein nur Amateurzocker, also ein Durchschnittszocker, ein Hobbyzocker und da macht es halt mehr Spaß, die Kämpfe zu schauen und in Zukunft, wenn es euch gefällt, werde ich öfters die Kämpfe auch kommentieren. Das heißt, ich werde halt im Hintergrund alles deaktivieren. Man hat mir auch gesagt, dass es besser wäre, wenn ich diese Geräusche weglassen würde und auch öfters Pausen machen würde. Aber ich habe mal ehrlich gesagt Angst, wenn ich Pause mache, so 2 Sekunden, dass dann die Leute sagen, oh, ist der jetzt gestorben oder nicht? Weil diesen Stil, diesen Pausenstil, ich habe das alles lernen müssen als Call Center Agent in meiner beruflichen Arbeit früher. Und auch selbstständig war ich Promotion, also war, musste auch Betonung lernen mit Kunden. Oh, laut und leise, leise, ne? Musste ich alles lernen und die Stimme anpassen. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn.
das kann man im Game nicht so machen. Und dann habe ich mir gedacht, hey, machst halt eben die. Im Endeffekt vertonst du es nochmal und machst es mit Kommentaren, weil die Geräusche braucht man echt nicht. Das stört Geräusche und mit meiner Sprache, das stört. Und das nochmal getrennt aufzunehmen, also nur rein Geräusche ohne Stimme und dann nochmal kommentieren, da war ich ehrlich gesagt zu faul, weil es noch aufwendiger ist. Okay, ich hätte es vielleicht gemacht, wenn ich dann Emulator verwenden könnte, wäre es ein bisschen einfacher. Da könnte ich mehr Einstellungen machen mit Audio und Aufnahme, aber von vornherein schon, dann wäre es nicht so aufwendig, aber naja, Kabam halt. Da war der Kampf natürlich wieder mal schwer für mich, weil ich gegen Captain America wissen sehr wenig kämpfe, nicht oft. Und ich habe natürlich einen riesen Fehler gemacht, muss ich auch gestehen. Ich habe den Captain America Wilson, Sam Wilson hier echt unterschätzt. Und ich hab's dann durch viel Mühe, es ist sehr viel Mühe, geschafft, dann ihn noch zu killen. Was nicht einfach war, weil ich einfach ihn total unterschätzt habe. Und der nächste Kampf, den wir hier haben, das ist der Kampf mit der War Machine, die ich sehr oft unterschätze. Weil die War Machine, die ist eigentlich gar nicht so jetzt Gott-Tier, sondern sie ist halt ein Champion, wo man einfach nur man einfach gut ausweichen muss und parieren natürlich und dann kann man sehr gut bestehen. Aber ich habe wieder mal vergessen, der hat ja diese Unterdrückung und wenn er das hat, dann werden auch viele, sagen wir mal, Sachen unterdrückt. Und ihr seht schon, ich bin ein bisschen müde auch. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier habe ich dann Glück gehabt, mehr oder weniger, dass in dieser Knotenpunkt mir die Möglichkeit gibt, und Spider-Man natürlich Spider-Man Tarnanzug, wenn ihr den habt, auf jeden Fall auf höchste Stufe rauf leveln, weil der Top ist, mir die Damage gegeben hat, die ich gebraucht habe, um ihn zu besiegen. Abschließend kam ich dann zu She-Hulk, die tatsächlich wirklich eine Herausforderung war, in dem Sinne, weil ich die wieder unterschätzt habe, weil ich auch gegen She-Hulk, solche Champions kämpfe ich nicht, aber naja, ich habe dann halt trotzdem gesagt, hey, scheiß drauf, du hast jetzt 16% Leben. Die KI war jetzt irgendwo doch nicht so schlau, wie ich dachte. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt versuchst du halt mit 16% noch das hinzubiegen, weil ich brauche halt 4 Champions oder vielleicht 3 Champions, um den Geier zu erledigen. Ich bin mir nie so sicher. Und da habe ich einen Fehler gemacht, da habe ich mich im Block treffen lassen. Aber dann habe ich gleich reagiert und meine SK1 gezündet für Präzision. Und da habe ich halt den Fehler gemacht, dass ich wieder mal, ich Depp, vergessen habe, wenn die dich haut auf dem Block, verlierst du trotzdem Leben. Mach Intercepten. Aber nein, da haben die halt eben, ne? Und da war mein größter Fehler, dass ich hier dann wirklich mit viel Glück rausgekommen bin auf der Sache. Weil es hätte einfach gehen können, indem ich zum Beispiel Nick Fury genommen hätte oder halt auch Surge. Aber das habe ich dann hingeschafft und habe dann mir gesagt, okay, jetzt kommt der Geier, jetzt hast du den Endgegner und das wirst du schaffen. Und jetzt kommt der Kampf mit dem Geier, der am Anfang in Überlegung war mit Nick Fury. Aber die Captain Marvel tat mir halt leid, weil die hatte auch ein bisschen gekämpft und sie ist ja Klassenbonus und sie ist ja Rang 2. Und sie ist halt irgendwie auch nicht schlecht, wenn man die 25 Benerzündungen macht. Und dann habe ich es gemacht. Der Kampf angefangen, fing am Anfang gut an. Aber dann habe ich total vergessen, auch, dass er diese Steuerung hat, also für kurze Zeit, das ist so diese Deaktivierung von
von Hauen. Also das wusste ich nicht, dass das so eine Fähigkeit. Ich dachte immer, es wäre ein Fehler. Aber das ist tatsächlich beim Gaia drin, dass man für eine kurze Zeit Fehlschläge hat und die Steuerung hat nicht funktioniert. Und das hat mir Kabam auch beantwortet. Ich war so sauer. Dann habe ich den geschrieben und ihm gesagt, nee, es ist eine Fähigkeit, also für kurze Zeit nicht zu hauen zu können. Und ich habe den Gaia selber, aber ich nutze ihn nicht, weil der mir so unsympathisch ist als Champion. Und hier bin ich dann getroffen worden, mehrere Male. Und ich so, hey, what the fuck, du Arschloch, wieso triffst du mich? Das war ganz lustig. Und dann habe ich so im Rage-Modus und dann die Escort 2 gezündet und bin natürlich rauf und habe mir gesagt, scheiß drauf und ich verrecke, ich ist mir scheißegal. Ich mache das jetzt einfach mal, wenn ihr im Hintergrund WhatsApp hört, das ist wieder ein Kumpel, der mich nervt, aber egal. Ich mache das mal so jetzt mit eben Two-Shot statt One-Shot und das war halt eben ganz lustig, weil ich dann gesagt habe, scheiß drauf, dann hast du halt eben diesen One-Shot nicht geschafft, aber du hast ihn, es geht ja darum, dass du den Geier erledigst und das Ziel ist halt immer ganz wichtig, dass man das Ziel ist immer halt zu gewinnen und die 100% zu haben und ich denke mal, das ist mir dann auch gelungen zu sagen, hey komm, du hast hier keinen Richter, der dir jetzt von KPM sagt, ich versuche den hindern, du Arsch, wenn du nicht nur einen Shot schaffst, ne? Und da war ich dann froh, dass ich dann mit Dr. Doom den Rest gemacht habe. Ich hätte natürlich gleich mit Dr. Doom was machen können und dann wäre es auch One-Shot auch gewesen. Aber ich mache mir manchmal mein Leben auch schwer, ne? Wie der Felix, das ist ein ehemaliger Kumpel von der Meisterallianz und der hat mir gesagt, du hast das Potenzial wie bei Neo Matrix, aber du machst dir immer dein Leben viel selbst zu schwer. Und das war dann der Abschluss auch dieses Games, also das war es auch eigentlich schon. Ich habe das dann noch ein bisschen verlängert, aber ja, hier halte ich das Video kürzer, als die 26 Minuten es sein sollten. Und ab hier mache ich mal Cut und wir gehen zum nächsten Video. Wenn es dir wieder gefallen, wenn es dir gefallen hat, dann wäre es schön, wenn du den Kanal abonnieren würdest, liken würdest, dass ich irgendwann auf die 1000 Abonnenten komme, dass wir halt in der deutschen Community noch jemanden haben, der viele Videos macht und auch das Narrativ, die Äquivalenz, was sind noch für schöne Wörter es gibt in der barschen deutschen Sprache. Also einige Wörter habe ich jetzt gelernt. Die schon habe ich angewandt. Vielleicht kann man andere schöne Wörter in der deutschen Sprache weichen, wenn ich das so zähle, so mit dezenten Akzent erwähnen. Also wir sehen uns gleich im nächsten Video, falls du meinen Kanal abonnierst und likest und das nächste Video dir reinziehst. Bis dann.